Herzlich willkommen im Gänsehautbereich Chiemgau Arena. 28.000 Fans im Stadion und an der Strecke freuen sich auf das Massenstartrennen der Männer. Es ist der große Showdown. Für einige ist es die letzte Chance auf eine Medaille. Andere können ihre Sammlung der letzten Tage vergrößern. Wiederum andere träumen von der großen Überraschung, weil sie eben nicht zu den großen Favoriten gehören. Die äußeren Bedingungen heute sind natürlich widrig. Sie trotzen dem dauerhaften Nieselregen hier, der die Strecke weich macht. Es wurde heute nochmal Salz auf die gesamte Strecke aufgetragen, um sie zu binden. Es ist eine Strecke, an der Reinhold Messner seine wahre Freude hätte. Sie sehen es, der rechte Bereich, der erste, da gibt es einige leichte Anstiege, schleimig zu laufen. Und dann links der zweite Teil, wo es über den Schießstandberg geht und dann zur Fischbachwende. Da gibt es dann insgesamt drei Anstiege, die es wahrlich in sich haben. Arndt Peiffer mit der Startnummer 9, einer der vier Deutschen, die sich hier qualifiziert haben. Es sind die 30 aktuell Besten der Welt. Alle Medaillengewinner dieser WM sind dabei, alle aus den Top 15 der Weltcup-Gesamtwertung. Und dann wurde aufgefüllt mit denen, die hier in Ruhpolding die meisten Punkte gesammelt haben. Es ist also eine Mischung aus den Stars der Szene und aus denen, die aktuell am besten in Form sind. Mit der Startnummer 10 Benjamin Weger, der starke Schweizer. In dieser Saison schon mit drei dritten Plätzen. Dann Arndt Peiffer, Startnummer 9. Daneben Tarje Bö, der Gesamtweltcup-Sieger des vergangenen Jahres. Und im roten Trikot Andreas Birnbacher. Das heißt, er ist der erfolgreichste im Massenstart in dieser Saison von drei Massenstartrennen. Hat er zwei gewonnen und einmal in Oslo war er Zweiter. Jaroslav Sukup, Bronzemedaillengewinner im Einzel. Die Medaillengewinner dieser WM haben hier die niedrigsten Startnummern bekommen. Anton Cipulin, der hat im Sprintrennen am vergangenen Samstag die Bronzemedaille gewonnen. Simon Fourcade ist der Silbermedaillengewinner auf der 20-Kilometer-Strecke. Karl-Johann Bergmann, der hat schon zwei Medaillen gewinnen können, Silber und Bronze. Neben ihm Emil Svensson, der Titelverteidiger. Er hat vor einem Jahr in Chanty-Mansijsk den Massenstart gewinnen können. Und mit der Startnummer 1 Martin Fourcade, Doppelweltmeister vom ersten Wochenende hier in Sprint und Verfolgung. Einer fehlt, Jakov Fak, der slowenische Weltmeister im Einzel. Der musste krankheitsbedingt absagen. Heute früh war er noch joggen am Hotel und hat dann gesagt, er ist zu schwach. Seit Mittwoch fühlt er sich schwach, aber die hier, die greifen jetzt nach den Biathlon-Sternen. Sukup da zu früh los. Jetzt werden sie noch einmal zurückgeschoben von Franz Berger. Und jetzt geht's los. Hier in dieses kleine Omega, in die Omega-Kurve, da links am Bildrand noch kurz zu sehen, da gab es einen Stockbruch bei einem Russen, glaube ich, da wurde sofort ein Ersatzstock angereicht, dafür stehen die Betreuer dann dort am Ausgang des Schießstandes. Und auch Tarje Bö hat offensichtlich ein Problem mit seinem Stock, zeigt dort an, ich brauche einen neuen Stock. Das wird jetzt per Funk herausgegeben. Die Betreuer aller Nationen sind hier rund um die Strecke verteilt. Nicht zu erkennen, vielleicht unten an der Spitze ein wenig abgebrochen, der Stock. Und das der Blick in die Augen von Martin Fourcade, der gestern nach dem Training hier gesagt hat, ich mache hier Betrieb auf der ersten Runde. Da setzt er sich an die Spitze direkt zusammen mit Svensson, mit Bö
und auch mit Ole Einar Bjørndalen mit der Nummer 12. Das ist die prominente Runde. Alphonse Hörmann, Prinz Albert, Horst Seehofer, der amtierende Bundespräsident und der Kaiser. Eben haben wir ihn schon gehört. Also die Biathlon-WM lockt die Prominenz in den Chiemgau. Andi Birnbacher dort auf der linken Seite an vierter, fünfter Position. Birnbacher hat gesagt, ich mache hier nicht das Tempo, gerade auf diesem ersten Teilstück mit diesen leichten Anstiegen immer wieder. Da laufe ich lieber hinterher, das passt mir besser. Und rechts mit der 15, Jewgeni Garanichev, der Russe, kurz im Bild zu sehen gewesen. Das ist der Athlet, dem dort vorne der Stock gebrochen war nach dem Start. Jetzt kommen die Athleten von der Seehauswende wieder zurück in den Stadionbereich, laufen jetzt sozusagen hinter den Tribünen über die Stadionbrücken. Auch dort tausende Fans. 16.000 im Stadion, 12.000 an den Strecken. 240.000 Zuschauer waren insgesamt an den vergangenen 11 Tagen hier in der Arena. Das sind fast 40.000 mehr, als kalkuliert war von den Veranstaltern. Und dort rechts der Versuch des norwegischen Betreuers Tarje Bø einen Stock zu geben. Der kriegt das da gar nicht mit. War mitten im Feld eingeklemmt. Also das hat schon mal nicht geklappt. Jetzt wird direkt weitergefunkt. Dann der nächste Versuch an der nächsten Stelle. Und Furkart, wie angekündigt, die Lokomotive fürs Feld. Dahinter Ole Einar Bjørndalen, der ja eine sehr abwechslungsreiche WM hier erlebt. Zwei Goldmedaillen hat er geholt mit den beiden Staffeln, aber in den Einzeldisziplinen, da war er 21., 27. und 47. Jetzt mit der 11 Andrei Makoveev an zweiter Position. Und nun geht's hinüber Richtung Schießstandberg. Möglicherweise die Schlüsselstelle im Verlauf des Rennens. Hier hat Martin Fourcade in der Verfolgung am vergangenen Sonntag Karl-Johan Bergmann stehen gelassen. Genau an dem Anstieg, den er jetzt vor sich hat. Da hat er attackiert, da konnte Bergmann nicht mehr folgen. Da hat sich Fourcade seinen zweiten WM-Titel gesichert. Makoveev geht jetzt an die Spitze. Daneben mit der Nummer 4 Simon Fourcade, die beiden Brüder. Sie standen beim Sprint in Novo Mesto Mitte Januar erstmals gemeinsam auf dem Podest. Das wollen sie heute wiederholen. Pavel Rostovtsev mit den Ansagen an Andrei Makoveev. Und Sie sehen es, da hinten wird präpariert. Immer wieder wird der lose Schnee herausgetragen. Das Salz, das aufgetragen wurde, es bindet kaum noch. Die Strecke ist nicht mehr kompakt. Denn durch die ständig herunternieselnde zusätzliche Feuchtigkeit kann einfach hier keine kompakte Strecke mehr entstehen. Es ist aber nicht so relevant wie im Sprint oder im Einzel, da ja hier alle gleichzeitig starten und alle daher die gleichen Bedingungen haben. Das die Fischbachwende. Die zweite Zwischenzeit. Birnbacher und Pfeiffer nach wie vor im vorderen Bereich mit dabei. Fünf Runden werden insgesamt gelaufen. Nach den beiden ersten Runden wird im Liegendanschlag geschossen. Dann nach den beiden zweiten Runden jeweils im Stehendanschlag. Und dann gibt es die Schlussrunde ins Ziel. 3 Kilometer jeweils jede Runde. Da sehen Sie es auch, wie tief der Schnee ist. Vorsichtig beim Umtreten da.
Furkart wieder vorn und jetzt hat er sich sogar ein wenig abgesetzt vom Rest des Feldes. Ah, Michi Greis sehen wir und im Vordergrund Garanicev. Nach dem gebrochenen Stock am Anfang des Rennens nun also auch noch ein Sturz. Die russischen Männer ja noch nicht so überzeugend bei dieser WM wie aus russischer Sicht erhofft. Erst eine Bronzemedaille durch Anton Schipulin in der Verfolgung steht zu Buche. Tja, und Mateo Furkart, der ist jetzt hier nochmal richtig angezogen zum ersten Schießen hin. Man kommt ja aus einer Abfahrt, da muss man zum Schießstand hin ruhig noch ein wenig Druck machen, damit der Puls nicht zu niedrig geht, zu hart wird. Liegend Anschlag, 50 Meter die Entfernung zu den Schießscheiben, 4,5 Zentimeter groß sind die fünf kleinen Ziele, die es zu treffen gilt. Birnbacher fehlerfrei und Peiffer hat auch schon dreimal getroffen. Viermal, fünfmal. Mateo Furkart, ebenfalls auch Karl-Johan Bergmann und Emil Svensson, der Titelverteidiger, muss zweimal in die Strafrunde. Bö bleibt fehlerfrei. Furkart jetzt mit Birnbacher, Björndalen, Lindström und Bergmann an der Spitze des Feldes. Michael Greis ist fehlerfrei geblieben und Simon Schemp, der vierte Deutsche, der ist jetzt auch in die Strafrunde eingebogen. Wir schauen auf die Serie von Martin Furkart. Da hat er Glück gehabt, der war oben am Rand. Aber so schwer die Bedingungen auf der Strecke sind, so gut sind sie am Schießstand. Es ist windstill, es war windstill beim Anschießen vor dem Rennen, wenn die Gewehre auf die aktuelle Windsituation eingestellt werden. Ja, und Emil Svensson, 28. 52 Sekunden, der Rückstand auf die Spitze. Miserabler Einstand in den Wettkampf des Titelverteidigers. Da sehen wir es, zwei Scheiben bleiben schwarz und dann muss er 24, 25 Sekunden da heute bei den tiefen Bedingungen sicherlich in der Strafrunde kreiseln. Birnbacher also gemeinsam mit Furkart und Björndalen ganz vorn, aber dieses Rennen, das ist noch lang. Das haben wir vor einem Jahr bei den Weltmeisterschaften in Chanty-Mansijsk erlebt. Als ein großes, großes Starterfeld von Schießen zu Schießen immer etwas kleiner wurde. Und beim letzten Schießen, da standen sie noch zu viert nebeneinander. Jewgeni Ustjugow, der Russe, ging damals als erster zurück auf die Schlussrunde und wurde dann am letzten Anstieg Richtung Stadion von Emil Hägle-Svensson überholt. Guten Eindruck da an die Birnbacher, mühelos. Bleibt er dran an Martin Furkart, an dem stärksten Läufer dieser Weltmeisterschaften. Und da sehen Sie es mal, was für Schneemassen dort sich lösen. Die Schneedecke ist groß genug, also grün oder braun wird es nicht werden darunter. Aber tief ist es allemal. Ja, dort sehen Sie jetzt die Betreuer, die Getränke anreichen. 15 Kilometer ja die Gesamtstrecke hier. Da gilt es schon, den Energiespeicher ein wenig aufzufrischen. Vor allen Dingen auch einen Impuls zu senden ans Gehirn durch die Aufnahme etwas Süßem, wird die Leistungsbereitschaft sofort erhöht. Dort die Information an Olainer Björndalen nach dem ersten Schießen. Werden auch Informationen über das Trefferbild den Athleten übermittelt, damit sie möglicherweise beim zweiten Schießen eben reagieren können. Aber ich denke, heute bei völliger Windstille und stabilen Windbedingungen spielt das keine so große Rolle wie sonst. Möglicherweise dort in der Mitte mit der neuen Arne Peiffer und auch Michael Greis dort noch dabei hinter Tarje Bö.
Jean-Martin Fourcade, der hat hier Laufbestzeit angeboten im Sprint, im Verfolgungsrennen und im Einzel. Er ist auf der Strecke der dominierende Mann. Im Schießstand hat er immer mal wieder eine Scheibe zu viel stehen gelassen. Er konnte das teilweise kompensieren, aber eben auch nicht immer. Sein Bruder Simon Fourcade im Übrigen hat eine Strafrunde geschossen. 25 Sekunden eher hinter der Spitze nach dem ersten Schießen. Andi Birnbacher, gestern wurde hier trainiert, gestern Vormittag. Die Russen waren alle da, die Franzosen, beide Italiener. Ohne mal leicht rechts, gell? Ob er sauber treffen will, gell? Ohne mal leicht rechts, super! Das ist die Information von Fritz Fischer. Einer war leicht rechts. Okay, sauber ins Zentrum, Michi, okay! Sauber ins Zentrum! Und die anderen beiden haben auch gut geschossen. Benjamin Weger, der Schweizer, muss einen Ski wechseln. Das ist laut Reglement erlaubt. Ein Ski darf gewechselt werden. Vor dem Rennen werden die Ski markiert. Möglicherweise ein Defekt mit einer Bindung. Ja, und jetzt Andi Birnbacher attackiert hier sogar. Geht neben Martin Fourcade. Und das ist schon mal das beruhigende Zeichen, dass die Deutschen, was das Material angeht, heute gut aufgestellt sind. Ja, Martin Fourcade lässt sich diese Beleidigung nicht bieten, sondern hält erst einmal dagegen. Ja, gestern alle Russen, Franzosen, viele waren da. Die Norweger, die Deutschen haben komplett frei gemacht, da waren hier nicht auf der Anlage. Die drei Deutschen waren vormittags ein wenig laufen, Arndt Peiffer nur klassisch. Andi Birnbacher und Simon Schemm sind zusammen skaten gewesen, hier in der Natur, zwischen dem Stadion und Reit im Winkel, wo Andi Birnbacher lebt. Birnbacher hat sich dann nachmittags nochmal um die wichtigen Dinge gekümmert, ist zu seinem Fischweiher gefahren, um seine Fische zu füttern. In einer Woche ist ja die Biathlon-Saison zu Ende und dann kann er seinem Hobby wieder nachgehen. Super, super Wettkampf, hopp! Da wundern Sie sich nicht, an dieser Stelle Fritz Fischer erneut zu sehen. Der muss dann nur einmal hinübergehen. Auf der einen Seite laufen sie den Berg hinauf, auf der anderen wieder herunter. Ja, und was ist mit Benjamin Weger? Das sieht so aus, als ob der auch gerade noch gestürzt ist. Jetzt völlig entnervt bereits. Sammelt er da seine Sachen auf? Vielleicht kriegen wir da nochmal eine Zeitlupe zugespielt. Müssen wir mal schauen, aber wir springen zurück an die Spitze, denn es geht zurück an den Schießstand. Das zweite Schießen steht an. Ole Einar Bjørndalen hat die Führung übernommen hier auf der Abfahrt im Fischer S. Nach Fritz Fischer benannt hier die letzte Schikane. Und jetzt füllen sie auf. Der erste geht auf Schießbahn 1. Und dann wird in der Reihenfolge des Eintreffens hier aufgefüllt. Fourcade ist noch vorbeigehuscht an Andi Birnbacher. Bjørndalen auf der 1, Fourcade auf der 2. Birnbacher auf der 3. Bei Birnbacher, bei Bjørndalen war die Patrone verklemmt. Birnbacher bleibt fehlerfrei. Und Bjørndalen hat dort Zeit verloren, weil er manuell eine Patrone nachladen muss jetzt. Und Arndt Peiffer ebenfalls fehlerfrei. Bjørndalen jetzt auch, aber der hat Zeit verloren. Bergmann, Bö, Hofer, Greis. Viele schießen hier die Null. Die Gruppe bleibt groß und Birnbacher jetzt mit 6,8 Sekunden auf Platz 1. Simon Schemp jetzt ebenfalls ohne Schießfehler, wie auch Michael Greis. Und dort liegt Emil Hegle-Svensson, der jetzt fehlerfrei schießt und den Rückstand nach vorne zumindest ein wenig verkleinern konnte. Es waren ja fast 50 Sekunden.
Dort kommt Emil Svensson jetzt zurück. 44 Sekunden der Rückstand auf die Spitze. Ja, da sehen wir es. Nicht sauber repetiert und dann schnipst er die Hülse mit dem Zeigefinger heraus. Und da fliegt dann schon die nächste geladene Patrone mit. Die musste er dann eben manuell nachladen, dadurch Björn Dahlen mit etwas Zeitverlust. Ja. Super Serie von Andreas Birnbacher. Fritz Fischer kann es draußen verfolgen an der Strecke auf einer der großen Leinwände. 90% Trefferquote hat Andreas Birnbacher im Schnitt im Liegendanschlag geschossen. Heute waren es 100% und so ist er jetzt hier auch in Führung. Gestern hat er eben noch gesagt, naja, auf diesem ersten Teilstück, da laufe ich doch eigentlich lieber im Windschatten. Nun kann er sich nicht aussuchen und muss da vorne weglaufen. Er hat da eben auch mal so ein bisschen zurückgeguckt, vielleicht überlegt, soll ich jetzt warten auf die oder nicht, aber das wäre zu viel verschenkte Zeit. Arndt Peiffer inzwischen auf die zweite Position vorgelaufen in dieser Sechsergruppe. 7-8 sind sie jetzt und Michael Greis auch. Sie sind zusammengelaufen. Tarje Bö hängt da auch noch mit hinten dran. Also die ersten 9 haben sich ein wenig gelöst und dann kommt eine kleine Lücke. Birnbacher dahinter. Peiffer. Bergmann, Lukas Hofer, der Italiener, Ulainer Björn Dahlen, André Drisemlia, der nachgerutscht ist für Jakob Fack, Björn Ferry, Michael Greis und Tarje Bö. Also in dieser Neunergruppe 3 Deutsche, 2 Norweger, 2 Schweden, 1 Italiener, 1 Ukrainer. Und Arndt Peiffer vermittelt hier auch einen ausgezeichneten Eindruck, wie er sich in dieser Gruppe als derjenige zeigt, der die Lücke zuläuft auf Andy Birnbacher. Es hängt von so vielem ab, von der Tagesform, vom Material, von der Rennkonstellation, natürlich auch vom Glück. Aber zur Hälfte dieses Rennens können wir konstatieren, aus Sicht der Deutschen passt im Moment alles. Sauber, jawohl. Jawohl, sauber, super. Jawohl, sauber. Technisch sauber, Futter raus, wenn es zu tief ist, gell? Viel locker bleiben, Versuch in den Beinen, hopp. Sauber, mich, jawohl, super Wettkampf. Genauso, hopp. Ja, Fritz Fischer immer noch mit einer kleinen Anweisung für seine Athleten. Simon Schemm, 14. 18 Sekunden, ebenfalls er nur hinter der Spitze, der 4. Deutsche. Lukas Hofer, der Italiener, der dort mit im Feld ist, hat Bronze gewonnen vor einem Jahr im Massenstart bei der WM in Chanty-Mansijsk. Ah, und
Die Neunergruppe ist größer geworden. Martin, Simon Foucault, Jaroslav Sukup, Frederik Lindström. Sie sind herangelaufen. Taje Bö hat dort Zeit verloren. Deutliche Zeit verloren, 10 Sekunden. Da ist möglicherweise etwas passiert. Vielleicht kam es auch jetzt erst zu dem Stockwechsel. Da war bei der letzten Zwischenzeit nur 2 Sekunden in der Spitze. Und dann plötzlich waren es 13. Da hinten kommt er ins Schlingern. Ja. Und jetzt wissen wir, wo die 10 Sekunden, die er verloren hat, geblieben sind. Im tiefen, weichen Schnee von Ruppolding. Schießstandberg, der letzte steile Anstieg. Und schauen Sie mal rechts, Mathe Foucault, der Mann in Gelb, der ist wieder da. 26 Sekunden war der hinter der Spitze. Der hat ja richtig gepowert auf dieser Runde. Konzentration, die letzte Abfahrt. Und wenn so eine wie Taje Bö stürzt, dann zeigt das ja auch, wie schwer es heute ist zu laufen. Der Schnee bricht dann immer weg, drückt dann auseinander, wenn er auf den Druck des Skis reagiert. Ganz schwer zu laufen. Das dritte Schießen, es wird im Stehendanschlag geschossen. 11,5 cm sind die Scheiben nun groß, die es zu treffen gilt. Aber es ist ungleich schwerer als im Liegendanschlag. Und schauen Sie, fast gleichzeitig dort kommen Sie an zu 11. Mathe Foucault schießt als Erster. Treffer von Andreas Birnbacher, der ist wieder los. Foucault schießt eine weitere Strafrunde. Bei Pfeiffer geht der Letzte daneben. Und Michi Greis, der muss zweimal in die Strafrunde. Schemp einmal bis jetzt, auch zweimal jetzt. Aber Andi Birnbacher, der ist in Führung gegangen. 6,9 Sekunden jetzt der Vorsprung vor Björn Ferry und Jaroslav Sukup. Und die meisten aus dem Rest des Feldes müssen in die Strafrunde. Also, da setzt sich jetzt eine kleine, feine Dreiergruppe ein wenig ab. Und jetzt kommt die Meute mit Björn Dahl, Garanicev, Martin Foucault, Alexis Böff und auch mit Arndt Pfeiffer. Simon Schemp, 3 Strafrunden. Und Michi Greis nach seinen beiden Strafrunden jetzt als 14. mit 48,4 Sekunden. Hat er ein wenig den Anschluss zur Spitze verloren natürlich. Und wir schauen nochmal auf die Serie von Arndt Pfeiffer. Der war sogar im Liegendbereich, der auch diese kleine Scheibe in der Mitte. Das ist der Bereich, der für den Liegendanschlag freigegeben ist. Und dann kommt der Letzte und geht knapp rechts daneben. Die Strafrunde für Arndt Pfeiffer. Dort die Eltern von ihm, sein Vater mit der roten Mütze auf der Tribüne. Die ganze Woche waren die Eltern von Arndt Pfeiffer hier. Aus dem Harz, aus Clausthal-Zellerfeld zu Gast in Ruppolding. Sukup und Ferry, die beiden Verfolger von Andi Birnbacher, der dort rechts gerade noch diesen Anstieg hochgehuscht ist. 6,9 Sekunden sein Vorsprung nach dem Schießen auf Ferry und Sukup. 21 Sekunden der Vorsprung auf Ulainer Björndalen. Dann Garanicev, der 3x0 geschossen hat. Martin Foucault mit 2 Strafrunden, 23 Sekunden dahinter. Der hat natürlich auf der Runde zuvor schon gezeigt, was er auf der Strecke wegmachen kann. Ja, da ist er, Martin Foucault, vorbei an Ulainer Björndalen. 3 Sekunden hatten die beiden nach dem Schießen getrennt. Andi Birnbacher, 2007 bei den Weltmeisterschaften in Antols. Da gewann er Silber im Massenstart. Es ging ein wenig unter, denn der Weltmeister damals hieß Michael Greis.
Seitdem hat Birnbacher schwere Jahre hinter sich. Mit diversen Verletzungen hatte er zu kämpfen. 2007 anderthalb Bänder gerissen. 2009 musste er wegen einer Infektion die Weltmeisterschaften verlassen. In diesem Jahr ist er gesund geblieben und so stark wie noch nie. Andy Birnbacher, Dritter im Gesamtweltcup. Und jetzt liegt er hier bei seinem Heimrennen in Führung. Und die machen Power. Furkat, Björn Dahlen, Furkat, Ferry, Pfeiffer, Böff, Lindström hat auch schon ein Weltcuprennen gewonnen in dieser Saison. Das sind die Jäger von ihm, vom Mann in Rot, von Andreas Birnbacher, der aus Schleching stammt, in Ruhpolding trainiert, in Reit im Winkel lebt, 15 Minuten braucht er von zu Hause hierher zur Anlage. Mehr geht nicht, mehr Heim-WM geht auf keinen Fall. Guckt Foucault hier nach hinten. Was ist mit euch? Leute, macht doch auch mal was, oder? Hat er sich da beschwert, dass ihm Björn Dahlen hinten an den Skienden ins Gehege gekommen ist? Andy Birnbacher konzentriert bleiben. Er kennt diese Strecken hier wie kein anderer. Sukup und Ferry. Sauber, Andal, jawohl. Jawohl, Skilocke vor die Viersauser. Sauber. Dann 10 Sekunden, gell? Bis von Sukup. Und Ferry, sauber, technisch super, jawohl, mach weiter so. Und dann Furkat und Björn Dahlen, sie laufen die Lücke zu. Es wiederholt sich das Spiel aus der Runde davor. Jetzt geht Björn Dahlen rüber hinter Simon Furkat. Oder 4 Sekunden auf 3 davon, super, hopp. Bei dem sich auch alle fragen, ist sein Verfallsdatum erreicht oder noch nicht? Heute könnte Björn Dahlen den Beweis antreten, dass das Verfallsdatum eben noch nicht erreicht ist, wenn er hier mit einer Medaille in einer Einzeldisziplin von dieser WM nach Hause beziehungsweise nach Chanty-Mansijsk reisen würde, wo in der nächsten Woche das Weltcup-Finale stattfindet. Am nächsten Sonntag das letzte Massenstartrennen der Saison. Birnbacher 11 Sekunden jetzt vor Sukup und Ferry. Gegenüber den beiden hat er die Lücke vergrößert. Gegenüber der Meute, die danach kommt, ist der Vorsprung kleiner geworden. Da hat er 6-7 Sekunden sowas verloren. Verfolger ist wieder beisammen. Wieder hat Martin Furkat den Rest des Feldes herangeführt. Und der Hobbyangler Andreas Birnbacher, er hat die Medaille am Haken. Aber als Angler, da weiß er es. Manchmal hat man den Fisch auch schon am Haken. Und wenn man ihn rausziehen will, dann springt er von der Angel. So ist es ihm passiert vor 3 Tagen hier im Einzelrennen. Als er beim letzten Schießen die Goldmedaille vor Augen hatte. Dann schoss er daneben, es wäre fast Bronze gewesen. Um 8 Zehntel verpasst er dann den Gewinn der Bronzemedaille. Wollen wir hoffen, dass der Fisch diesmal zappelt, aber im Eimer landet. Das letzte Schießen. Es geht um Gold für Andy Birnbacher. Strafrunde. Jetzt kommt es darauf an, was die anderen machen.
Aber jetzt erst fangen Foucault und Ferry an. Björndalen hat ebenfalls einen Fehler geschossen. Zuckub auch. Ferry 3 Treffer. Foucault 4 Treffer. Foucault trifft 5-mal. Der dürfte kaum zu schlagen sein. Aber gegen Ferry, gegen Bergmann, vielleicht gegen Simon Foucault und gegen Frederik Lindström kann Andy Birnbacher auf der Schlussrunde noch etwas reißen. Ferry geht jetzt erst einmal in Führung. Und jetzt kommt Andy Birnbacher. 5,6 Sekunden hinter der Spitze zurück auf die Strecke. Das wird ganz spannend. Das wird ein Finale Furioso. Und Greis schießt zweimal daneben. Schießt zweimal daneben. Muss zwei weitere Strafrunden laufen. Jetzt vorn Ferry und Foucault. Und dahinter die Gruppe mit Birnbacher. Mit Lindström, mit Simon Foucault und mit Karl-Johann Bergmann. Ja, Foucault verliert hier keine Zeit. Der geht direkt auf die erste Attacke, auf die erste Möglichkeit, greift er zu. Geht vorbei an Björn Ferry. Kann der dranbleiben? Ferry, für den die Weltmeisterschaft bis jetzt noch nicht so richtig dolle lief. Aber jetzt kann der Schwede hier eine Medaille gewinnen. Hier zeigt Martin Foucault, ich will hier mein drittes Gold holen. Der überragende Athlet dieser Weltmeisterschaften. Und das die Gruppe, die um die Bronzemedaille kämpft. Der Vater von Andreas Birnbacher, da fiebert er mit. Kommt die Anfeuerung. Und Horst Seehofer unten am Schießstand ganz nah dran. Fritz Fischer macht dicke Backen, der weiß, das wird jetzt eine ganz schmerzhafte Runde für Andy Birnbacher, diese letzten 3 Kilometer. Ferry, das konnte man auf der Runde davor sehen. Läuferisch eigentlich nicht so stark wie Birnbacher, aber der hängt jetzt natürlich dran an Martin Foucault. Profitiert von dieser Lokomotive, die ihn dort hochträgt. Wer macht hinten das Tempo? Bergmann bis jetzt. Gelingt den beiden Foucault-Brüdern die Umsetzung ihres Planes. Schaffen sie es, bei einer WM zu zweit auf dem Podium zu stehen. Staffan Eklund, der Trainer der Schweden. Siegfried Marseille, der Trainer der Franzosen. Jean-Paul Jacquinot links. Dort jetzt Aufregung, hilfloses Zuschauen. Und hier, da gehen sie in den roten Bereich. Jetzt schießt das Laktat in die Oberschenkel an jedem Anstieg. Nirgends darf pausiert werden. Karl-Johann Bergmann vorn. 2 Medaillen gewann der am ersten Wochenende. Dann flog er nach Hause, wurde ganz kurz mal Vater, kam wieder hierher zurück. Und nun gewinnt er hier vielleicht seine 3. Medaille. Wahnsinn, was der hier erlebt in dieser Woche. Foucault, der wirkt ganz ruhig, kontrolliert. Wirkt nicht so, als ob er hier Vollgas gibt. Er freut sich schon, dass Simon dort hinten drin ist. Der hat das Ding unter Kontrolle dort vorne an der Spitze. Das war ganz klar zu sehen eben. Der hat diese breite Brust, dieses Selbstbewusstsein. Der weiß, wenn ich will, dann lasse ich den Ferry hier stehen. Schauen Sie sich das an. Unglaublich, diese Stärke von Martin Foucault. 23 Jahre alt, der junge Franzose. Das ist die Stelle, wo er Bergmann stehen ließ. Im Verfolgungsrennen am letzten Sonntag. Ja, und er macht's wie vor einer Woche. Er fliegt durch den Schnee und da hinten kommen die anderen. Und Ferry, der hat sich möglicherweise übernommen. Dort hinter Martin Foucault, Simon Foucault jetzt vorn, Lindström, Bergmann und Andy Birnbacher dahinter. Bleib ruhig, du hast die besten Konditionen. Aber der Abstand zu Ferry, der ist groß. Den nächsten Berg, hopp!
Ist das spannend. Arndt Peiffer auf Position 7. Sie sehen es unten eingeblendet. Diese Fischbach-Wende jetzt noch einmal hinauf. Da kommen die vier Bronzekandidaten. Oh, da kommen die nochmal dran. An Björn Ferry. Am Anstieg wirkt es immer so, als seien sie schon sehr nah dran, aber da geht es steil hinauf. Da läuft die Uhr schnell. 9 Sekunden der Abstand. Es gibt noch einen Anstieg und eine Abfahrt. Noch einmal den Schießstandberg hinauf und dann hinunter über das Fischer-S ins Stadion. Gold ist vergeben. Martin Fourcade, der wird hier Weltmeister. Björn Ferry kämpft um die Silbermedaille. Aber die spannende Frage ist, wer holt Bronze? Kann sich Andy Birnbacher hier belohnen für einen fantastischen Wettkampf? Jawohl, bleib dran! Jetzt ist für das Haus weg, bleib dran, bleib dran! Bleib dran, Hoppmann, Kim, hopp, hopp! Bergmann ist jetzt ein wenig zurückgefallen. Auch Fourcade, Lindström und Birnbacher im Moment an der besten Position. Das Fischer ist das letzte Mal für Martin Fourcade. Es sind Spiele, die er nie vergessen wird. Er ist hinausgetreten aus dem großen Schatten von Raphaël Poiré, dem größten französischen Biathleten aller Zeiten. Es ist das dritte Gold für Fourcade in dieser Woche. Er ist der König von Ruhpolding und Lindström und Birnbacher. Die nageln jetzt dort hinten hinauf auf Björn Ferry. Das wird ein ganz spannendes Finale. Björn Ferry, der muss sich erwehren. Andy Birnbacher, jetzt hat er Pech, jetzt muss er den Korridor wechseln. Er kommt nicht vorbei. Gold für Frankreich, Silber und Bronze an Schweden. Und Andy Birnbacher wird Vierter, wie schon im Einzel am Dienstag. Simon Fourcade, Fünfter. Und da ist er bei seinem Bruder Karl-Johann Bergmann auf Platz 6. Arndt Peiffer kommt als Siebter ins Ziel. Vor Ulainer Björndalen und dem besten Russen Jewgeni Garanichev über seinen vierten Platz im Einzel. Da hat er sich nicht geärgert, da hat er wirklich versichert, das ist für mich eine tolle Leistung. Ich weiß, dass ich heute ein starkes Rennen gemacht habe. Jetzt hat er zweimal bei diesen Weltmeisterschaften die Medaille sowas von knapp verpasst. Zweimal sprang ihm der Fisch vom Haken, um im Bild zu bleiben. Alexis Boeuf, der nächste Franzose. Die Franzosen damit in der Medaillenwertung auch auf Position 1 mit 3 Goldmedaillen und 4 Silbermedaillen. Sind sie die erfolgreichste Nation bisher bei diesen Spielen. 7 Medaillen haben sie bereits gewonnen. Simon Fourcade war an 5 beteiligt. 3-mal gewann er Gold und 2-mal Silber mit der Männer- und der Mixstaffel. Er ist der Athlet dieser Spiele. Michael Greiß, 22. Und Simon Schemp kommt dort ins Ziel geschlagen heute. 26. Position für Schemp mit 5 Fehlern. Andy Birnbacher, der lief hier zu Hause ein fantastisches Rennen. Es hätte das Rennen seines Lebens werden können. Fehlerfrei blieb er 2-mal liegend in seinem stärkeren Anschlag. Und dann kam er zum Stehendanschlag und dann geschehen unerklärliche Dinge zwischen Himmel und Erde. Er schießt diesen Fehler, er kämpft um die Bronzemedaille und er verpasst sie erneut. So knapp. Und dieser vierte Platz, der tut weh, der ist sicherlich eine Niederlage für Andy Birnbacher. Weltmeister ist Martin Fourcade.
Björn Ferry gewinnt Silber, Fredrik Lindström Bronze. Großer Tag für Schweden, auch mit Karl-Johan Bergmann auf Position 6. Jetzt erholen. Biathlon im Ersten. Präsentiert von Ehrlinger, alkoholfrei. Fourcade furios, das kann man sagen. Herzlichen Glückwunsch an den Franzosen zum dritten WM-Titel von Ruhpolding und Kathi. Das ist ja fast schon ein Drama. Wieder mal der letzte Schuss bzw. das letzte Schießen von Andy Birnbacher. Der ist richtig sauer, haben wir von unten gehört. Gleich mal durchgerannt am Mikrofon vorbei. Das muss er erst mal verarbeiten, ne? Ja, das ist wirklich bitter. Also er hat so ein super Rennen gemacht und ich denke, er hat schon auch hier heute die größten Chancen für sich gesehen. Und jetzt das zweite Mal so knapp am Podium vorbei zu marschieren, ist echt bitter. Und bei dieser Heim-WM, und es lief die Saison so gut. Also es ist wirklich richtig schlimm. Vierter Platz ist wirklich so wie der erste Verlierer, ne? Ja, klar. Ich meine, bei der WM, da zählen die Medaillen. Und er hat hier schon dieses Jahr schon zwei Massenstarts gewonnen. Auch jedes Mal mit null Fehlern. Und heute, gut, der eine, der kann schon mal passieren. Aber es ist halt ärgerlich. Er ist nicht in der Laufform, die er dieses Jahr schon mal hatte. Und da wird er sich schon sehr drüber ärgern. Fourcade hat halt zwei Fehler geschossen, ist trotzdem vorne. Also einen mehr als Andy und trotzdem vorne. Es hat so gut angefangen für Andreas Birnbacher. Im ersten Schießen, in den ersten drei Schießen ist er null geblieben. Wir gucken uns das Trefferbild des ersten Liegendanschlags einmal an. Und Kathi, da ist nichts zu meckern. Nee, überhaupt nicht. Und er hat ja auch immer gesagt gekriegt, auch vom Fritz, dass es alles top ist. Und er hat ein super Rennen gemacht. Man hat auch gesehen, er ist auch offensiv angegangen, die ganze Sache. Hat sehr früh schon auch geführt. Und ja, und das ist halt dann sehr, sehr ärgerlich. Auf der Runde vor dem letzten Schießen, zum letzten Schießen, glauben Sie, dass Andy Birnbacher da zu viel durch den Kopf gegangen ist, dass das eben jetzt richten oder eben auch versauen kann? Ich glaube nicht, weil er hat dieses Jahr wirklich gezeigt, dass er auch psychisch viel stärker geworden ist und dass er auch mit diesem Druck klarkommt. Und dieser Fehler, der beim letzten Schießen, der zweite Schuss, der kam relativ schnell. Da müsste man vielleicht auch einfach nochmal mit ihm reden, ob der vielleicht sogar ihm ausgegangen ist. Also man kann ja auch nicht wissen. Das spielt sich in Zehntel, in Sekunden ab und noch geringeren Zeitabständen. Und da kann sowas halt mal ganz schnell passieren. Und wenn da natürlich deswegen eine Medaille flöten ist, dann ist es noch mehr ärgerlicher. Also sozusagen rausgerutscht der Schuss, der mit dem Finger ist mal schnell mal am Abzug und der geht dann auch sehr schnell los. Tja, wir haben noch eine Chance. Wir haben noch ein paar Asse im Ärmel, im Massenstart bei den Frauen nämlich. Wir hören immer noch, die Deutschen müssen sich erstmal erholen, allen voran Andy Birnbacher psychisch von dieser Niederlage heute, von dieser knappen, die er erlitten hat. Marta Fourcade ist Weltmeister im Massenstart von Ruhpolding und wir gehen